Hallo Freunde, und es geht weiter bei meinem Let's Play. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe natürlich wieder was vergessen. Ich wollte auch schon dreimal Schluss machen mit dem Aufnehmen, aber ich komme hier wieder nicht vom Spiel los. Es tut mir leid, es tut mir leid. Wir untersuchen jetzt erstmal die Frühstücksflocken. I loved this stuff when I was a kid. I liked the way it chewed up the roof of your mouth. Okay. Nein. Ach Mensch, wo war das denn jetzt? Das waren doch die Cornflakes-Packung, oder? It says, Captain's Log, March 10th. First Mate Toothrot and I have been searching for Monkey Island for over a month with no success. The directions we purchased on Melee proved to be a recipe, not a map as we had believed. Captain's Log, March 12th. I wish Toothrot would take a bath. Captain's Log, March 17th. I wish Toothrot would stop snoring. Captain's Log, March 23rd. Toothrot is really starting to get on my nerves. I figure it's only a matter of time before we come to blows. Captain's Log, April 2nd. As a gesture to restore our friendship, Toothrot offered to fix dinner tonight. Captain's Log, April 3rd. I don't know how we did it, but we've arrived at Monkey Island. Both Toothrot and I passed out from the soup he fixed last night. When we awoke, Monkey Island was sitting off the bow. Genau, da Captain's ist er Log, April 4th. Toothrot and I filled the rowboat with supplies and are ready to set out to Monkey Island. We are both excited at the prospect of being the first civilized people to learn the secret of Monkey Island. Captain's Log, April 5th. We had to turn around and return to the ship. Toothrot forgot to go to the bathroom before we left. We'll set out again tomorrow. Morgen, nach der Liebzeit. And that's the last entry. So, und ich vermute mal, dass ich das eben falsch angegangen bin. Ah, open. Great! A toy prize inside. Untersuche Preis. This is no prize. It's a small key with a finely engraved monkey on it. So, und mit diesem Schlüssel, glaube ich, konnten wir den Schrank öffnen, richtig? Ja! It looks like a very heavy metal chest. Ja, ist klar. Man, that's heavy. Filled, no doubt, with golden jewels. Okay. Hey, look, a piece of paper. And some cinnamon sticks. Genau, und das hier müsste dann das Rezept sein. Directions to Monkey Island. Preheat pot to 450 degrees. Add the following ingredients. 1 cinnamon stick, 4 leaves of mint, 1 human skull, pressed, 1 squirt squid ink, 2 pints monkey blood, 1 live chicken, 3 ounces brimstone, 1 or more of the following. Pyridoxine hydrochloride, zinc oxide, yellow 8, mine mononitrate, and BHA. Let bubble over a low flame until thickened. Serves crew of 4. Ist das mal geil, Freunde? So, und mit diesem Rezept... Oh, Moment mal, hier musste ich auch noch irgendwas nehmen. I don't see anything special about it. Moment, wir mussten ja irgendwas mitnehmen. Strickleiter. I don't see anything special about it. That doesn't seem to work. Ah, richtig, genau, das war das. Die Bratenflagge müssen wir nämlich mitnehmen. Zack. Und wieder nach unten. Ach so. Ah. Oh. Das finde ich schade, dass man hier keine Geräusche mit zugefügt hat. Ja, nirgendwo aber. Okay. Also, wo ich das damals gespielt habe, waren hier Geräusche. Naja, egal. Wie war das jetzt nochmal, Freunde? Das ist jetzt sehr knifflig. Ich
brauche zuerst mal... wo habe ich das denn jetzt? It's called How to Arm Yourself in Sea Battle. Merkblatt, wo ist denn jetzt die Visitenkarte? Karte, T-Shirt, Notiz, Prospekt, Hem. It's called How to Get a Leg Up in Treasure Hunting. It's called How to Get Ahead in Navigating. It's called How to Arm Yourself in Sea Battle. Alter, wo bübscht. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Ach so, das ist das, okay. Looks like you're one of the mill ship's cooking pot. Ouch! That's hot! Brennt das? Nein. It's called How to Get Ahead in Navigating. Ouch! That's hot! It's called How to Arm Yourself in Sea Battle. Ouch! That's hot! Ouch! That's hot! Ouch! That's hot! Es reimt sich. Ja. So, hallo. Lesezeichen, guter Wein. Stück Papier. Oder soll ich einfach mal... Hallo? Ach. Mensch, ich will das Rezept nochmal... Oh. Directions to Monkey Island. Preheat pot to 450 degrees. Add the following ingredients. One cinnamon... So. Ich versuch's jetzt einfach mal. Und zwar mit der Kombination, oder beziehungsweise mit der Reihenfolge, die ich schon im klassischen Teil benutzt habe. Denn die war dort wie folgt. Zuerst... die? This is gonna be good. Dann... die Fahne. Dann den Wein. That should be enough. Dann das Cheesepulver. Dann das Yummy-Huhn. About time I got rid of this worthless artifact. Dann... na komm schon. Die Zimtstangen. I love cinnamon. Dann die Minztabletten. Good thing I've got a million of these. Und für diese Kombination, Freunde, habe ich wirklich sehr lange für gebraucht. Just a drop. Yikes! Oh, I think I'm getting dizzy. Overcome by the fumes and stench, Guybrush quickly loses consciousness. Moments later, the voodoo spell kicks in, turning the ship to an unknown heading and off on its mysterious voyage. Days pass. Ja, jetzt liegen wir da. Oh, I feel awful. Ja. Und wenn wir jetzt nämlich nach oben gehen... Moment, jetzt können wir hier nochmal schnell Schießpulver holen, denn das brauchen wir nachher nochmal. I'll take some more. Ja, genau. So, und wir haben aber noch was vergessen, denn wir brauchen... die Notiz vielleicht? That doesn't seem to work. Ouch, that's hot. Das war's auch nicht. Na. Ja, das ist... Na. Oh, Schakalaka. Das war's, genau. So, jetzt gehen wir nämlich nach oben. Das brennende Papier haben wir jetzt... Natascha und da 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 Monkey. Holy monkey bladders.
It's Monkey Island! Ja, nur wie kommen wir da hin? Wow, this was well worth $59.95 plus tax. It's too far to walk to, and besides, I can't swim. I don't see anything special about it. Er kann nicht schwimmen. Er kann... Was? Das glaube ich jetzt nicht, ne? Wow, this was well worth $59.95 plus tax. It's too far to walk to, and besides, I can't swim. It's too far to walk to, and besides... Und ich kann nicht schwimmen. Swim. Tatsächlich, er kann nicht schwimmen. Er kann 10 Minuten seinen Atem unter Wasser anhalten, aber er kann nicht schwimmen. Ach. Na gut, Freunde, dann basteln wir uns eben was. Wie es ja so oft hier bei Monkey Island ist. Ja, Flammenmeer haben wir aber eben so einfach in der Tasche, natürlich. So, und dann Use, langes Stück Seil mit Kanönchen. Zack, dann benutzen wir das Schießpulverchen. Mit der Lunte. That doesn't seem to work. Nach. There's no place back here to put the gunpowder. Ach, verdammt nochmal. Und wie war das jetzt? Das? Oder war es einfach... Yikes! Mann! Hey, the cannon didn't go off. Déjà vu. Moment, wie war das denn jetzt? Gehe zu Kanonenrohr. Déjà vu. Ah. Die einfachsten Dinge. Wie war das denn jetzt nochmal? Looks explosive. Ja, das weiß ich selber. So, jetzt aber. Beeil dich. Na. Ja. Freunde, Teil 3. Under Monkey Island. Da brennt die Foot. Oh, hallo. Ist ja gut. Hallo. Ah, oh, Hermann, da ist er. Hi! I'm Herman Toothrot. Don't bother to say hello. I've only been waiting 20 years to talk to somebody civilized. I don't mind. Fine. By the way, you might want to think about putting out that fire. Someone could be hurt. So. Na endlich. So. Freunde, wir sind auf Monkey Island angekommen, im Let's Play Monkey Island. Und ich würde vorschlagen, das ist jetzt eine gute Stelle, um Schluss zu machen. Ich werde jetzt die ganzen Teile erstmal hochladen, damit habe ich genug zu tun. Und dann sehen wir uns, wenn ich alles hochgeladen habe, dann wieder mit dem nächsten Teil wieder. Also freut euch. Bis dahin, NEWBoy18, adieu.